Dominik Feusi, herzlich willkommen. Time of your life, oder im Moment? Du bist der Bundeshausjournalist vom Nebelspalter und jetzt ist Bundesratswahl. Das ist total das Highlight. Bundesratswahl sind immer Highlights. Es ist wirklich cool und wir haben lange keine gehabt. Für 4 oder 5 Jahre ist das letzte Mal her. Bist du auf Entzug gewesen? Bin schon ein bisschen auf Entzug gewesen. Und weißt, ich habe für jeden Bundesrat habe ich eine Flasche Champagner parat im Büro. Und wenn angeschrieben. Und wenn jemand zurücktritt, kommt das in den Kühlschrank und dann wird sehr viel geschafft. Und wenn das Tagwerk erledigt ist, machen wir die Flaschen auf. Das ist der alte Lobbyist, der zum Vorschein schon kommt. Da bist du ja, das können wir dann noch. Also schau, jetzt gehen wir gerade in Mediares, ja. Oder? Also, weil wir wollen jetzt sein Wissen nutzen. Okay. Da. Es ist am 7. Dezember sind die Wahlen hochspannend, weil es sind 2 Vakanzen, oder? Das ist ja allein für sich schon viel Konstellationen. Ja, Konstellationen, ja genau. Und da kommt es darauf an, wer zuerst dran kommt. Die kommen zuerst dran. Genau. SVP, also da haben wir die beiden netten Herren, die da so freundlich lachen. Albert Rösti, den du glaube besonders gut kennst, und der Hans-Uli Vogt. Ja, kennst du beide gut. Kennst du beide gut? Okay, wer macht das Rennen? Ich würde sagen Vorteil Rösti. Man muss wissen, es sind 2 Sachen, wo eine Rolle spielt, wo niemand darüber redet. Und das ist erstens die persönlichen Ambitionen. Du musst dir vorstellen, die 246 kommen den Zettel über und sie überlegen sich einfach immer noch ein bisschen, ja, was bedeutet die Wahl vom Rösti oder vom Vogt für meine persönlichen, möglicherweise Ambitionen bei der nächsten Wahl? Oder? Da redet niemand drüber. Aber Hinterbänkler, die immer auch ein bisschen spielen. Sind ja alle, die 246. Niemand sagt dir offen, ich will Bundesrat werden, das ist ein Unterschied. Oder in Amerika sagst du, I am running for president. Aber in Bern, das ist auch, wer auch unschweizerisch, oder? Aber das spielt eine Rolle. Und das Zweite, wo auch niemand darüber redet, ist Sympathie und Antipathie. Spielt eine riesige Rolle. Man überlegt sich, wenn jetzt der Vogt Bundesrat wird, ist das ein netter? Habe ich dann einen Zugang? Nimmt das Telefon ab, wenn ich ihn anrufe? Kann ich zu ihm ins Büro mit einem Anliegen? Oder kann ich das eher nicht? Das ist extrem. Also die Schweiz ist da einzigartig. Also die Könige von dem Land küren, wenn du so willst, überlegen sich selber, du, aber wie kann ich es eigentlich mit dem, der dann nachher auf dem Thron sitzt? Das gibt es ja fast nicht. Ja, es ist natürlich jetzt, wenn du als Wirtschaftsjournalist, in der Wirtschaft ist es völlig anders. Oder erstens, oft kennt man, wenn die Kandidaten von auswärts sind, kennst du sie ja nicht. Du hast nie oder nur ganz kurz mit ihnen zusammengeschafft. Du hast zwar einen Stapel Papier von irgendeinem Assessment, weiss nicht was, HR-Typ oder so, aber das bringt dir nicht unbedingt viel. Und da, du kennst die. Man hat mit denen geschafft, man hat sie erlebt, ihre Höchs, ihre Tiefs, wie sie, du weißt, wie sie reagieren, wenn du mit ihnen diskutierst und so. Und darum spielt das eine riesige Rolle. Außerdem, wenn so ein Otto Stich plötzlich von der Seitenlinie gewählt wird. Oder? Okay. Das haben wir auch noch erlebt. Aber jetzt geht es ja darum, um Leute, die man kennt. Jetzt sagst du, also Vorteil Rösti, ja, was würdest du denn davon halten? Du kennst ihn offenbar, oder? Ja. Was verbindet dich mit dem Rösti? Es sind 2 völlig unterschiedliche Typen. Oder der Albert Rösti ist Profipolitiker, die Laufbahn ist... wie immer, sie hat auch Brüche drin, man hat letztes Jahr das noch neuer können lesen, da beim Milchverband und so, aber er ist ein Animal Politik, immer schon gewesen, oder? Sein Aufstieg, nicht immer ganz einfach, etwas, was man noch nicht so gehört hat, ist, musst du dir vorstellen, dort, wo sich die BDP ja abgespalten hat, ist ja die ganze Berner SVP ist in die BDP über, außer der Werner Salzmann und der Albert Rösti und noch 2 Typen oder 2, 3, oder? Und es haben auch alle gesagt, also Albert, du musst auch kommen zu uns. Und er hat gesagt, nein, er bleibt. Oder? Das gibt ihm unglaubliche Punkte jetzt wahrscheinlich in der SVP. Das gibt ihm in der SVP sicher sehr viele Punkte. Oder? Und die Karriere ist, also er hat immer wieder mit Leuten verhandelt, er kann gut mit Leuten reden, er kann gut argumentieren, er gibt jedem das Gefühl, dass er sehr gut zulässt und so. Gleichzeitig hat er auch klare Sichtweise. Das ist aber etwas, wo, eben wenn ich sage, Antipathie, Sympathie spielt eine Rolle, da hat er sicher einen Pluspunkt, weil Hans-Uli Vogt ist ein Professor, er ist professoral, wenn er dann einmal eine Meinung hat, kann er sehr, sehr streng auch sein, das finde ich aber nicht schlecht, ehrlich gesagt, ich finde, Bundesräte müssen dann Leute führen, sie müssen also auch Leute sagen, ich will es so haben oder nicht anders, man hört jetzt Verschiedenes, wie führt denn Hans-Uli Vogt, wie führt die Bundesverwaltung einen Albert Rösti? Ist auch Führungsfrage ist wahnsinnig wichtig, würde ich sagen, für den Bundesrat. Das sagt man in der SVP selber, der Präsident hat mir in meiner Sendung gesagt, das Wichtigste ist, wie führt ein Bundesrat? Und das ist die grosse Frage, die man jetzt herausfinden muss. Plus,
Standfestigkeit bei den grossen Dossiers, oder? Und okay. Ich höre jetzt da fast ein bisschen raus, dass du glaubst, ein Hans-Uli Vogt wäre standhafter bei gewissen Sachen vielleicht. Neutralität ist ein grosses Thema, er ist da glaube ich im Komitee dabei. EU natürlich, wie geht es dort weiter, oder? Sanktionen, Russland und. Also viele außenpolitische Sachen auch. Da ist, wäre ein Vogt in meinem noch, sagen wir, solider als jetzt ein Rösti, der vielleicht flexibler ist. Oder was heisst Standhaftigkeit im Bundesrat, wo ja die sieben entscheiden da miteinander. Und natürlich, etwa die erfahren wir Journalisten, wie es gelaufen ist oder irgendwie so. Und dann fragst du dich, ja, wieso hat jetzt der bürgerlich oder der Link plötzlich nichts mehr gesagt zu einem Thema oder so irgendwie. Und es ist dann schwierig, die Motivationslage herauszufinden. Aber es braucht eben beides, um erfolgreich zu sein. Ich meine, nehmen wir ein Beispiel. Pascal Couchepin, klar, bürgerlicher Typ, straight. Jemand, die haben mal das ist ganz wichtig, mal einen Ballon fliegen, oder? Rentenalter 67. Aber hat dazu geführt, dass die Diskussion über das Rentenalter 67 ist tot gewesen, während 15 Jahren, oder? Also, ist irgendwie auch nicht gescheit gewesen, oder? Also, eigentlich noch recht schwierig, hä? Also, das Regieren in der Schweiz ist also eine hohe Schule. Ja, weil es so chaotisch ist. Weil es eben, es ist niemand von diesen CEO von irgendetwas. Es ist so ein bisschen, man muss ganz clever vorgehen, braucht er die richtigen Leute. Ich finde, Personalpolitik ist wichtig. Ich kann aber überhaupt nicht beurteilen, wie ein Albert Rösti oder ein Hans-Uli Vogt Personalpolitik macht. Aber das ist extrem wichtig, die guten Leute um dich herum haben. Und auch bei den Amtsdirektoren. Hey, da musst du natürlich auch probieren, den Stempel aufzusetzen. Okay, also du gibst uns da einen Blick in deine Reihe von dieser Administration, oder? Mit diesen Aushängeschildern. Man schnurrt ja dann nachher nur über die, oder? Und selten über die anderen, richtig, oder? Aber die machen ja dann ganz viel. Aber kann ich jetzt irgendetwas daraus raushören aus dem Wortschwall von dir? Also schlägt dein Herz jetzt eher für den Herr da auf der linken Seite, Albert Rösti, den du ja eben noch sogar kennst aus eigener Erfahrung. Du bist genau. Früher mal in seinem Vorzimmer gewesen. Ich wäre fast einmal sein Stellvertreter geworden beim Kanton Bern. Ja, er hat mir aber ein Jahr später gesagt, bist froh, bist du nicht geworden. Aber ich spüre gewisse Sympathie so auf der menschlichen Ebene für ihn. Hast du ihn erkannt? Nein, für beide. Also ich habe ihn natürlich, den Hans-Uli Vogt, habe ich beneidet für sein Engagement bei den Selbstbestimmungsinitiativen. Oder wie er dort, also schon skalpell genau, eines der wichtigsten Probleme der Schweiz, glaube ich, benannt hat, ob jetzt die Lösung genau die richtige ist, das ist ja immer ein Problem bei Initiativen. Und ich bin fast sicher, er würde nicht mehr die Initiative nicht mehr genau gleich schreiben. Aber ich meine, wie er das benannt hat, wahrscheinlich ein paar Jahre zu früh. Aber wir werden wieder über die Frage, wie souverän ist das Land, werden wir wieder müssen abstimmen, also, hoffentlich. Gut, dann hat also der Herr Vogt quasi schon ein bisschen vorgespurt, oder, mit der Initiative von damals. Aber wer ist jetzt dein Favorit? Deine? Wer hättest du lieber im Bundesrat? Oder anders gefragt, das ist ja falsch gefragt. Ja. Richtig gefragt, wer wäre der Beste fürs Land? Ich finde, die SVP ist wirklich in einer guten, komfortablen Lage. Anders als das letzte Mal, wo es ein Dreier-Ticket hatte, wo ein eher Schwacher drauf war, nämlich der Guy Parmelin, und der ist es dann geworden. Und das ist ein taktischer Fehler gewesen, ein viel zu grosses Ticket. Man hat das Gefühl gehabt, wenn man so ein grosses Ticket hat, mit einem Roman, mit einem Tessiner, der gar nicht in der Partei ist, dann wäre es dann der Herr Aschi. Das war das Kalkül gewesen und das ist komplett in die Hose gegangen. Und ich glaube, man hat ein bisschen daraus gelernt. Jetzt hat man ein Zweierticket, das eigentlich für die Partei und ich glaube auch für das Land sind beides eingefleischte SVPer. Es ist niemand von denen schwach. Ihre Stärken haben sich ein bisschen unterschiedlich, oder? Aber ich muss wirklich sagen, das mal, der SVP kann sich, glaube ich, zurücklehnen und sagen, okay, entweder fahren wir mit Rösti oder mit Vogt. Okay, und wir sind zufrieden, egal wer es wird. Du hast gesagt, Vorteil Rösti, das wäre auch Vorteil Bern, oder? Und damit kommen wir zu der zweiten Partei, ja, die eine Vakanz hat. Da geht es letztendlich ja darum, wenn man schon einen Bernerin hätte, von der SVP her, dann könnte ich mir jetzt vorstellen, Südschweiz, oder könnte ich mir vorstellen, plötzlich gibt es da eine Überraschung mit dieser Frau, wo ich immer noch nicht weiß, wie sie heisst. Ich muss sie da mal zeigen. Wer ist das? Elisabeth Baumschneider. Baumschneider, gut, das kann man sich doch noch knapp merken. Baumschneider, oder würde ich jetzt sagen. Genau. Und die andere kennt man, Eva Herzog, ja, wenn ich mich nicht täusche, von Basel, gilt landläufig als Favoritin. Was haltest du da von dieser Paarung? Ich glaube nicht. 50-50. Also wirklich, es ist sehr offen. Und da spielt jetzt das Sympathie, Antipathie spielt eine Rolle. Oder die Eva Herzog, die ist so eine Sachpolitikerin, dass einem schon fast kalter Rücken abläuft, oder? Und ich höre viele Stimmen, die sagen, ja, die ist ja schon gut und so, aber die ist so trocken, sachlich und so fast stur dann und schon, also unzugänglich. Und Frau Baumschneider ist eine sehr zugängliche Dame,
lacht auch mal jemand die, oder? Die Eva Herzog, die lacht einfach nie. Und jetzt kann man sagen, das spielt ja keine Rolle für Bundesrat. Aber mal, wie ich vorhin gesagt habe, so Sachen spielen eine Rolle. Es ist eigentlich unglaublich, was du sagst, das sieht man auf dem Bild. Ja, ich habe eigentlich nicht eins ausgesucht, das speziell ist. Ich habe einfach per Zufall... Das von der Website, ja, von der Webseite, ja, ich bin einfach der SP. Ich nicht immer... Es gibt oder? Nicht so viele Bilder, wo sie lacht. Nein, offenbar nicht und auch da nicht. Kannst bei Keystone schauen, weißt, es ist einfach selten. Aber was ist denn deren Problem? Ist sie einfach so? Nein. Also ich kann mir jetzt gehen wir ein bisschen in Küche, Psychologie. Es gibt viele Politiker, besonders Politikerinnen, habe ich das Gefühl. Und Simonetta Sommaruga ist auch so jemand. Weißt du, wo wie? Also es ist ein Schutzpanzer. Also eine Mischung aus leicht arrogant, leicht schnodrig, unglaublich sachlich und einfach unnahbar. Das ist ein bisschen ein Schutzpanzer. Bei der Frau Sommaruga ist das wirklich so gewesen. Ich habe sie mal. Vor langen Jahren mal am Bahnhof gefahren. Also ich habe das Gefühl, ich hätte neben mir einen Kühlschrank. Was, du hast eine Bundesrätin? Also, sie ist noch nicht Bundesrätin, ja, sie ist Nationalrätin. Aber du bist Journalist gewesen, dort schon. Nein, dann macht man so Chauffeursdienst. Nein, als Journalist nicht, aber ich bin Lobbyist gewesen. Also, dann macht man es natürlich. Oder? Nein, und bei der Eva Herzog, sie ist halt auch, sie ist wahnsinnig kühl. Und dort bin ich einfach, also ich höre es von Ständeräten, die sagen, ja, sie ist ja schon gut, sie ist dossierfest, sie ist alles gut. Aber mit dieser Dealen, mit dieser Diskutieren oder mal ein Glas Wein trinken oder so, es sagen alle, sie haben gehört, im Privaten sei sie dann sehr lustig. Aber das glaub, spricht Bände, oder? Wenn du dann auf diese Schiene übergehst. Ja. Also offenbar hat sie dort ein Handicap, oder? Aber das wäre ja dann eine Sensation. Das wäre ja eine wahnsinnige Bombe, wenn jetzt in dieser SP die bis dato, also bis zu dieser Kandidatur, unbekannte Baumschneider. Das ist ja Französisch für wir. Würde gewählt werden. Wo man doch auch sagt, endlich wieder mal jemand von Basel. Ich meine, Basel ist wichtig. Basel ist meine Pharma, oder? Das hat eine Bedeutung. Und jetzt sind so viele Jahre vergangen, Jahrzehnte, oder? Du kennst Basel gut, du bist ja, ja. Batz gewesen, oder? Genau. Basler Zeitung, auch dazu mal. Also das wäre ja schon eine Bombe. Wir haben ja so alle zwei Jahre oder so, haben wir ja mal die Geschichte gemacht. Warum hat Basel keinen Bundesrat seit dem Herrn Giudi? Also es sind jetzt wirklich 49 Jahre her. Und ich habe immer gesagt, schau dir, liebe Baslerinnen und Basler, ihr seid auch selber die Schuld. Oder Basel, ich weiß nicht, wie sie in der Wirtschaft ist, weiß ich nicht, aber politisch, weißt, sie stehen immer mit dem Rücken zur Schweiz. Sie schauen immer auf das Deutschland, auf das Frankreich raus. Und sie schicken auch immer nur die zweite Garde auf Bern. Wirklich immer nur die zweite Garde. Und zwar egal, ob Ständerat oder Nationalrat. Und jetzt muss ich wirklich sagen, die Eva Herzog ist einmal die erste Garde. Das muss man ihr lassen. Also sie ist wirklich eine erfolgreiche Finanzdirektorin. Und sie ist wirklich sachpolitisch. Da braucht es viel, bis man ihr das Wasser kann reichen kann. Aber, und darum kommt sie an die Grenze, so. Aber ob es dann lange, das spielen dann plötzlich andere Sachen eine Rolle. Also, jetzt zum Abschluss von dem Teil von unserem Gespräch würdest du, wenn ich dich jetzt wirklich ein bisschen versuche, ja, zu spüren, oder? Am Schluss sagen Rösti und Baum Schneider. Also da ist, bei der SP würde ich wirklich sagen 50-50 im Moment. Völlig offen, da lasse ich nicht auf Test aus. Heute Nachmittag sind Hearings die ersten. Am Abend ist es Podiumsgespräch, wo ich auch beide wieder lebe. Und dann sind am Dienstag vor der Wahl sind noch weitere Hearings, zum Beispiel in der Mitte, oder ganz wichtig ist, wie die Mitte sich orientiert, wie sich die FDP orientiert. Bei der FDP weiss ich, dass man Mühe hat mit der Frau Baumschneider, weil das dann die vierte Latinerin wäre, die dritte Romo. Sagt im Übrigen ein Romo, der Fraktionschef ist, der Damien Gauthier. Und darum vielleicht ein leichter Vorteil für die Eva Herzog. Aber wegen dem, okay, also gut. Aber wenn die FDP mehr oder weniger geschlossen Eva Herzog wählt, dann, glaube ich, könnte sie ihre lang. Und dann darf man nicht vergessen, es gibt ja dann mehrere Wahlgänge. Da gibt es auch eine Dynamik. Also es ist dann wirklich, also es ist, man muss dann vor Ort sein, um diese Dynamik ein bisschen zu spüren. Also, gut. Du bist den Nebelspalter also, lesen. Ja, ja, genau. Also jetzt sind wir beim Nebelspalter. Ja. Ich meine, wieso habe ich überhaupt jetzt dich da hingeladen? Ich schaue eigentlich mit Freude deine Videos, ja, oder? Auf dem Nebelspalter.ch. Mit allen Politikern, mit allen Schwergewichten von Bern, oder? Aber eigentlich meistens stelle ich den Ton ab. Wieso? Ich finde das grossartig, oder? Wie das kommt mit dem Video, oder? Da ist am Anfang, in der Anfangsphase von dem Video, ist, glaube ich, ein Kellner gekommen, hat keinen Ton dürfen sagen, wir haben nicht mal so richtig seinen Kopf gesehen, oder? Und hat euch da den Weiss, meistens Weisswein, wenn ich das richtig in der Erinnerung habe. Ja gut, wir essen nichts dazu. Ja, genau. So, nur noch ein Sponsor. Hat euch da eingeschenkt, oder? Du hast ihn nicht eines Blickens gewürdigt, oder? Gut. Hast nur da rübergeschaut und gesagt, und dann haben wir 5 Minuten lang über dich einen Weisswein geschnurrt. Das ist ja unglaublich. Also weißt, manchmal hat man da in dieser Konstellation das Thema Mappen
ändert es schon. Warum gibt es bei dir kein Wein? Ja, genau. Das können wir dann das nächste Mal ändern. Aber diese Szene habe ich den Ton abstellen und sagen, jetzt muss ich 5 Minuten vor uns rein. Also, wie ist das überhaupt so entstanden? Also, die Idee stammt eigentlich von einem berühmten Telegraph-Kommentator, Chopper's Politics, Telegraph-Chef-Kommentator. Der macht es aber ohne Bild. Und er geht einfach in Red Lion in Westminster, geht Bier auf und hat das Mikrofon dort. Und das war eigentlich meine Idee gewesen. Ich wollte gar nicht unbedingt mit Bild machen, weil ich das Gefühl, ich bin nicht so wahnsinnig fotogen. Aber man hat dann das Gefühl, nein, hey, weißt, man muss auf YouTube auch etwas haben. Oder meine, darum muss man auch eine Kamera laufen. Und dann natürlich, meine, wir haben angefangen ohne grosses Konzept und so. Meine, du bist einmal, hast das so Zeug gemacht, oder? Meine, wir haben einfach mal angefangen und ich weiss schon, die erste Sendung ist Wahnsinn. Und das hat dann auch noch immer, zuerst haben wir es ja vor allem im Café Federal gemacht. Nebendran ist noch umgebaut worden. Wir haben immer, wenn sie irgendwie so gebohrt hat, haben wir müssen den Bauführer zusammenschiessen. Ja, und ich meine, ich finde einfach, was zu wenig gemacht wird, es wird zu wenig, auch im Schweizer Farbfernsehen, wird zu wenig über Politik so ein bisschen locker geredet. Es wird zu wenig mit allen geredet. Es wird mir nicht zu wenig Weisswein getrunken. Ich finde einfach, weißt, Politik, das ist einfach nicht immer Sachpolitik. Man soll, und mein Konzept ist, und es funktioniert nicht immer, dass die Leute auch ein bisschen lockerer werden. Das funktioniert schon. Oder? Ja, nicht also, bei jedem. Vor allem bei Frauen funktioniert nicht. Ah, ist das so? Ja, ich weiß nicht, sie haben eine wahnsinnige Ehrfurcht vor mir. Sie können ja einfach reden. Ich bin ja sehr nett. Weißt, ich tue ja nicht voll reinfahren. Manchmal habe ich das Gefühl, hey, du laberst Bullshit. Jetzt könnte ich voll rein. Ich, nein, das Konzept für eine Sendung ist auch, dass man die Leute ausreden lässt. Ich frage dich vielleicht schon mal nachher, aber nicht voll rein. Du machst es nicht so, wie man es kennt. Ausser beim Cedric Wermuth. Dann bist du reingefressen. Okay, wieso? Aber hat er dich auf die Palme gebracht? Oder was ist mit dem Wermuth? Nein, wie er gesagt hat, das ist kein Menschenrecht, müssen um 8 Uhr aufzustehen morgen. Ja, etwa so. Nein, und er probiert dann immer daraus eine philosophische Diskussion zu machen. Er kommt dann irgendwie mit Karl Marx hinführen und so. Meine Karl Marx-Lektüre ist irgendwie 30 Jahre her, aber es hält mich ja jung. Und dann geben wir ein bisschen Gas und so. Und lustig, das haben die Leute noch gern. Und er hat es auch gern. Er sagt, ich sei ja der einzige Journalist, der irgendwie noch etwas von Karl Marx wüsste, oder? Ja. Das noch zum Nennwert nehmen. Gut, aber also, wenn ich durchklicke, auf dem Nebelspalter sehe ich, also zum Teil hast du überschaubare Einschaltquote. Genau. Oder zum Teil beim Nussbaumer, Erik Nussbaumer, der ist immerhin Fraktionschef von der SP, oder? Aber, nein. Was ist er? Er ist jetzt erster Vizepräsident vom Nationalrat geworden, aber das ist auch nicht. Eben, der hat irgendwie niemand gekannt, oder vielleicht hat das mit der Deutschschweiz zu, oder? Er war Chef von der... Klicks gewesen, nur, ja, das ist... Es kommt wahnsinnig auf den Gast an, oder? Natürlich. Und ich probiere immer, möglichst High-Level-Gäste rüberzukommen, aber das klappt nicht immer, wenn du es jede Woche machst. Aber ja, der Rekord ist irgendwie 80'000. Ja, das habe ich gesehen. Und weißt du, oder? Stefan Rietiker, genau. Unglaublich. Stefan Rietiker ist kam von Covid her, Covid Insight, genau, hat er angefangen. Und er ist jetzt auch der neue Pro-Schweiz, Pro-Schweiz-Präsident, kürzlich auch da gewesen und so. Aber gleich das ist dann sensationell, 85'000. Wie erklärst du das? Du, es ist dort wirklich, es muss ja auch etwas mit dem YouTube-Algorithmus zu haben. Also es ist irgendwie... das Thema ist natürlich, die Themenkonjunktur ist wichtig und dann sind wir irgendwie auf die ersten paar Tausend gekommen und dann ist wie, es ist brutal abgegangen plötzlich. Und ich habe es auch probiert, zu replizieren, ich habe ihn nochmal eingeladen, es hat aber nicht mehr gleich funktioniert. Einmal ist gegangen, dann hat es eben vielleicht den Effekt gegeben, oder? Im Online kennt man das ein bisschen, also vom Hören sagen und wenn man es dann erlebt, kann man es sich nicht richtig erklären. Gut, also ob das sind eigentlich lässige Sachen, finde ich, weil es ist eine eigene Handschrift, oder? Also irgendwie sieht man das sonst nicht. Und weißt, es ist, ich erreiche nicht Massen damit, aber die ich erreiche, erstens sind das ganz viele Leute aus den Medien, aus dem Lobbying, aus den Parteien, aus den Verbänden, aus der Bundesverwaltung, die haben völlig Zeit, um das zu schauen. Es ist ein Special Interest. Und mir ist schon klar, warum das SRF nicht macht und so. Aber irgendwo ist es ein Format, über die reden wir auch drüber. Müssen wir es sparen oder so? Man überlegt sich, bleiben wir dabei? Und das, auch unsere Investoren sagen alle, also, das müssen wir weitermachen. Also, von uns Federal. Schauen wir das, jede Woche. Ein anderer Highlight-Auftritt, den du regelmäßig hast, ist... Täglich, ja. Also, das ist ein Podcast, oder? Also, Film haben wir da gehabt, jetzt haben wir «Losen». Mit dem Markus Sohn, mit dem Chef von Nebelspalter, einem bekannten Journalist, also das bist du auch. Aber
Ich habe jetzt einmal reingelassen und habe das Gefühl, dort spielst du jetzt nur die zweite Geige. Also wenn der Chef Somm kommt und du, dann hört man eigentlich vor allem eben den Somm und nicht dich. Ja gut, meine Rolle bei diesem Podcast ist auch ein bisschen der, der informiert von Bern. Der, der sagt, hey, heute ist da, wir tun wirklich jeden Abend um 5 Uhr erzählen, was die zwei, drei wichtigsten Themen sind. Von Bern, manchmal auch international, aber mehrheitlich Schweiz. Und dann muss ich auch mal erzählen, was gelaufen ist. Und dann ist klar, seine Reaktion ist dann die, dass er sofort die Position von der Meinung einnimmt. Manchmal halte ich dagegen. Ich muss aber, wir sind natürlich auch ein bisschen ähnlich, oder? Also ich würde auch nicht, ich tue auch nicht künstlich dann irgendwie sagen, ja, nein, das stimmt nicht. Aber es gibt schon Themen, wo ich dann irgendwie sage, hey, aber nein, so ist es nicht gelaufen. Oder? Okay, aber eigentlich spielst du nicht das Theater auf. Und es, genau. Es ist nicht jetzt, dass du den Journalist spielst und ihn quasi dann hinterfragst, sondern es sind zwei Typen, der Redaktion, genau. Der Chef und der Vizechef. Und dann machen das. Ich habe gehört, das hat einen riesen Erfolg. 160'000 Abonnenten. Ja, mittlerweile sind es schon fast, also wir sind ganz nahe bei den 170'000. Ja, das gibt es ja gar nicht. Also wie ist denn das möglich? Ich meine, das ist ja jetzt wirklich gigantisch. Also vorher haben wir es vom Rietiker gehabt, in dem Federal, oder mit dem Gläschen Wein. Ich meine, das ist schon eindrücklich. Aber eben, meistens bist du eher zwischen 2'000 und 4'000. Ja. Also noch nicht ganz Köppel-Level. Aber Podcast Bern einfach von uns so viel. Wie geht das? Ja, ich weiß es auch nicht. Das ist, also ich glaube, wichtig ist, dass es täglich ist. So Sachen müssen täglich sein, damit die Routine der Leute hineinkommt. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die sagt, es sei ganz toll, ihre Wohnung sei viel sauberer, weil sie eine Abend 20 Minuten Küche putzen, eine Abend 20 Minuten die Stube putzen und eine Abend das Schlafzimmer putzen. Oder so. Und mit dem Fäusi und dem Sohn, genau, oder was? Genau. Wo natürlich über Hausarbeit redet. Über Hausarbeit? Ja, ich glaube, wir haben es ein bisschen geschafft, wirklich in die Routine, oder auch bei den Leuten, weißt, in der S-Bahn oder so irgendwie, oder im Zug. Wir sind jetzt Pendlervolk. Ja, aber ich meine, weißt du, das ist fast so, ich weiß nicht, wie viel das Echo der Zeit hat. Ja, die sind grösser. Ja, die sind grösser. Ja, ja, okay. Aber weißt du, wenn du dann irgendwo mal 200'000 hast, jeden Tag, also haben das nicht ein bisschen aufvisiert? Also wir haben die 170'000 nicht jeden Tag. Das sind einfach die, wo von diesen Portalen, Apple, Spotify, Google Play und you name it, die, wo so regelmässig uns hören, dass die Software, die die Verbreitung macht, das Podigy, dass die sagen, die haben ein Abo, oder sozusagen. Okay, dann muss man etwas genauer hinschauen, was hat vielleicht einfach so eine durchschnittliche Sendung etwa noch Zuhörer? Es schwankt auch, wir reden so zwischen 7 und 10'000. Okay, gut, das ist wieder ein bisschen überschaubar. Aber es hat also gut getönt. Ja, aber es ist viel, ist einer der Größten. Ist gut. Also, kein Wunder, oder, bei denen Einschaltquoten, dass ihr euch solche Büros könnt leisten könnt. Ich meine, das ist jetzt etwas für das Publikum. Rechts sehen wir den Hauptsitz von der Bank. Nicht unser Hauptsitz. Nein, aber ich meine, das ist nahe dem Paradeplatz und eben Fontobel. Links ist dann euer Büro an der Genferstrasse. Also, was zahlen denn da Miete? Keine Ahnung. Ja, du bist Vizechef, du müsstest ja schon wissen. Ja, natürlich. Ich müsste jetzt irgendwo nachschauen in der Buchhaltung und so. Aber ja, es ist schön, es ist wunderbar. Es hat so Stuckatur an der Decke. Es ist toll, dort zum Arbeiten. Ja, keine Ahnung. Aber ist das standesgemäß? Also, weißt du, Nebelspalter in Ehren, aber ich meine, sonst Journalisten hausen doch je nachdem. Also, ein Start-up in einer Garage oder in einer kleinen Büro, ihr gerade da an der Genferstrasse, wieso denn das? Also, wir haben natürlich an einem Ort sein, wo wir irgendwo durch ein bisschen zentral sind, wo man gut erreichbar ist. Bahnhof Eng ist gerade in der Nähe. Wir sind wirklich mehr praktische Ideen dahinter gewesen. Und dann hat man, glaube ich, also wir haben ja sehr schnell müssen starten, wir haben sehr schnell Büroräumlichkeiten gebraucht. Und dann, glaube ich, hat man einfach rumgefragt. Und in Zürich muss man 2-3 Leute fragen und dann ja, ist etwas frei gewesen. Gut, aber es ist vielleicht auch ein Problem, dass ihr so gross anrichtet, oder? Weil, ich meine, wie sieht es jetzt aus mit dem Geld beim Nebelspalter? Ihr habt 7 Millionen reingeholt, oder? Ja. Am Anfang, du bist Mann der ersten Stunde, also der Gründer Markus Somm, der dann die Idee gehabt hat, ein paar zu sich geholt. Du bist einer von denen, bist jetzt zuerst ein Nachrichtenchef oder Bundeshauschef gewesen und jetzt Vizechef sogar. Ich weiss nicht, hast du eigene Aktien, hast du ja beteiligt? Nein, ich habe mich nicht beteiligt, die Aktien sind ein bisschen teuer gewesen. Oder? Es ist ja bekannt, das darf man sagen. Es sind 70 Investoren, die je 100'000 Franken gezahlt haben dafür. Und der Markus hat auch etwas gegeben? Der Markus ist auch beteiligt, ja. Und du hast gesagt, nein? Ja, nein, ich habe einfach gesagt, ich habe meine Portokasse, lässt das nicht zu. Als alter Lobbyist und nachher Journalist hast du nichts mehr auf der Seite? Nein, völlig. Hast du Familie, viele Kinder, sonstige Hobbys, teure? Nein, eigentlich keine teure Hobbys, aber also ich gehe ein bisschen jagen, das ist auch bekannt, aber nein, ich, ja, nein. Also,
Familie habe ich auch, aber ist ja nicht besonders teuer. Aber ich wohne in Bern, du musst einfach alles, was du verdienst in Bern, musst eigentlich eine Steuern abliefern. Das ist das Brutale. Gut, also, aber jetzt, wie ist jetzt die Situation finanziell? Ja. Und auch, sagen wir, vom Erfolg her, vom Nebelspalter, oder? Man könnte jetzt sagen, die Sachen, die du machst, auch mit Markus zusammen, haben recht Erfolg, oder? Und gleichzeitig hat der Markus zusammen mit dem neuen Geschäftsführer, jawohl, einen interessanten Mann, einen Jungen von Basel, oder? Cool, der ja, eine eigene Plattform hat, mhm, mit Prime, oder? Prime News, mhm, oder? Der muss jetzt das Zeug ein bisschen sanieren, hat man das Gefühl. Also, dann sind auch schon ein bisschen Leute entlassen worden. Also einerseits haben wir da wie so ein Gefälle. Ein paar Produkte, das hat auch der Markus da in dem Intro mit persönlich gesagt, läuft sensationell, deine Sachen, andere auch und andere offenbar gar nicht. Wie ist der Zustand? Der Zustand ist, dass wir im Moment immer noch Geld verbrennen und das nächste Jahr sollte, wenn es so weitergeht, die Entwicklung ist positiv, sollten wir so auf eine schwarze Null, rote Null, whatever, rauskommen. Und ich meine, das ist ganz logisch, bei einem Medien-Startup, du musst Sachen ausprobieren, herausfinden, was funktioniert und dann, wir haben nach einem Jahr haben wir ein bisschen eine Bilanz gezogen und wir haben eben auch beim Personal haben wir uns überlegt, wer wie funktioniert, wer was beiträgt zu diesem Projekt und dann musst du manchmal etwas austauschen, das ist klar, oder? Also, und das werden wir etwa die mal wieder müssen Bilanz ziehen und sagen, hey, nein, das geht nicht, oder so. Aber weißt, es erinnert mich ein bisschen an ein anderes grosses Produkt auf der anderen Seite vom politischen, mhm, Spektrum. Die Republik. Mhm. Über die haben wir jetzt gerade in letzter Zeit viel können lesen, mhm, oder? Die haben ja lustigerweise einen Steuerfall in der Hütte ausgerechnet. Grosses Kino. Genau. Und das letzte Wort auch noch nicht gesprochen, oder? Wir sind auf der rechten Seite eher, oder? Das ist auf der Liberalen. Ja, liberal, konservativ vielleicht auch ein bisschen, oder? Aber es kommt mir ähnlich vom Geld ausgeben. Also die Republikaner haben irgendwie von Anfang an gerade 7 Millionen gehabt und dann haben sie schon 2-3 Finanzierungsrunden gebraucht, weil sie nicht, ja, weil sie kennen nur eine Richtung, wir bauen einfach aus. Und ihr seid auch gerade mit einer tollen Mannschaft an den Start gegangen. Das ist eben nicht Garagenunternehmen. Dumm, oder? Da fängst du zuerst einmal wirklich ganz unten an und entwickelst dich, sondern mit der grossen Kelle angerichtet von Anfang an. Also liebt vielleicht dort ein bisschen den Hase im Pfeffer. Ich finde auch, nein, ich würde das wieder so machen, dass man das wirklich, dass man eine gewisse Größe hat, auch eine gewisse Größe in der Redaktion. Und dann, aber ist es logisch, dass du dir irgendwann überlegst, was bringt es und was bringt es nicht. Und meine, wir haben nicht ständig ausgebaut, sondern wir haben gross gestartet, aber nach einem Jahr haben wir zum ersten Mal auch, du hast es erwähnt, die Kosten angeschaut. Oder? Wir haben ein Beispiel, meine Video von Eusi Federal, haben wir einen eigenen Filmer in Bern gehabt, oder? Wo das im Mandatsverhältnis gemacht hat. Dann haben wir gesagt, ja nein, da müssen wir sparen. Jetzt kommt der Videofilmer von Zürich, kommt für Eusi Federal auf Bern, geht viel einfacher und so. Also so Überprüfungsprozesse, die gehören dazu. Aber ich würde es wieder so machen, nicht zu klein anfangen, damit man auch irgendwo wahrgenommen wird, auch auf der politischen Ebene. Wir haben den Investoren auch versprochen, dass wir eine liberale Stimme sind, die in Bern gehört wird. Und dann glaube ich schon, um das Versprechen einzulösen, musst du eine gewisse Grösse haben. Darum haben die auch einen Einsatz gegeben und gesagt, das wollen wir. Oder das leuchtet ein, aber am Schluss hast du nur einen Wert, wenn du auch etwas bewegst, wenn du entsprechend auch gelesen wirst. Das ist unser Beruf oder unsere Branche. Wird der Beobachter gelesen? Haben der Nebelspalter. Nein, sorry. Nebelspalter. Ja. Von uns kann man merken, Nebelspalter nicht. Das war vielleicht ein Freudscher. Genau. Oder? Aber haben die Abonnenten? Wie viele haben die? Ja, es sind glaube ich rund 4'000 Abonnenten, die wir haben. Und klar, das wächst. Es wächst eigentlich gut. Das ist auf gutem Weg. Aber es ist noch nicht dort, wo man schwarze Zahlen schreibt. Und dann muss ich wirklich sagen, oder? Wir haben verschiedene Produkte, das vorher erwähnt. Mit gewissen Sachen erreichen wir sehr viel mehr Leute, mit anderen noch etwas weniger. Das zusammenbringen, das probieren wir immer wieder, oder? Wir tun zum Beispiel die Leute, die Bern einfach hören, animieren, um ein Abo zu lösen und so weiter. Jetzt haben wir eine Geschenk-Abo-Aktion auf Weihnachten und so weiter. Einfach die Marketingmassnahmen, da müssen wir ständig Gas geben. Aber meine Ding ist natürlich, dass wir insbesondere in Bern, eben in dem Polit-Medial-Lobbying-PR-Verbandsmilieu, werden wir sehr gut gelöst. Letztens hatte ich eine Lobbyistin am Telefon gehabt, die hat mir mit Freude erzählt, sie wollten mit einem Nationalrat über ein bestimmtes Gesetz reden. Und dann hat er ihr gesagt, du musst nicht bei Adam und Eva anfangen. Gestern bei Bern einfach haben sie darüber geredet. Oder? Also von dem her, ich habe dann gesagt, ja, aber dann muss dein Verband jetzt noch mit uns irgendwie einen Deal machen. Also, da kommt auch wieder ein bisschen der alte Lobbyist zum Vorschein, oder? Ja, genau. Einfluss, auch die richtigen Leute, die einen müssen wahrnehmen, oder? Und so gesehen, ja, eine Stimme in Bern, oder? Okay, genau. Wo man auch ein bisschen jetzt positionieren tut. Kann ich nachvollziehen, schauen wir, wo es hinführt. Mich nimmt jetzt noch Wunder, was du so erlebt hast in deiner Karriere. Ich
du es ganz schnell zusammenfassen, du hast ein Studium gemacht und dann bist du mal Lobbyist geworden, oder? Hast eine Karriere gemacht, bist auch Partner geworden bei einer kleineren Agentur, dann bei einer grösseren. Und dann hast du aber entschieden, Journalist zu werden. Warum eigentlich? Ich meine, das ist ja doch eigentlich zwei Sachen. Oder? Ja, und sagen alle, du spinnst. Das ist ja der Traum der meisten Journalisten, ist ja Lobbyist zu werden. Ja, das würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber es gibt viele, die das machen. Also bei uns zwei nicht, aber es gibt viele, die das machen und auch das Gefühl haben, das sei der grosse Gral, oder? Und so. Und ja, bei mir ist es jetzt halt umgekehrt gewesen, aus verschiedenen Gründen. Ich habe nach 10 Jahren Lobbying ein bisschen die Nase voll gehabt. Und es ist eben gleich, Lobbying am Ende des Tages ist es gleich ein bisschen Politprostitution. Was heisst ein bisschen, come on? Also, nein, das ist jetzt sehr homöopathisch. Das ist natürlich, also was denn sonst? Ja, es geht, ich muss wirklich sagen, zum schönen Teil geht es wirklich darum, dass du, sagen wir, Argumente, Sachen, Fakten zusammenstellst. Und letztlich ist es ein Beruf wie jeder andere PR-Beruf auch. Aber dann kommen die Komponenten, wo du die persönlichen Beziehungen, die du hast, letztlich in die Waagschale rührst. Oder ich meine, wenn du so wie ich im Mandatsverhältnis Lobbyist gewesen bist, hast du natürlich auch beim Akquirieren, hast du den Leuten gesagt. Ich meine, wenn ihr ein Problem habt, ich kann dafür sorgen, dass wir schnell zu den paar Leuten kommen im Parlament, die bei dieser Frage eine entscheidende Stimme sind. Das ist ja der Deal, dass sie schneller den Zugang haben mit ihren Argumenten, wo dann du hilfst aufbereiten und so weiter, als wenn sie irgendwie Medienmitteilungen verschicken, oder so. Also eigentlich interessant, was du sagst, du gibst einen Einblick. Es ist dann zunehmend nicht mehr so um den Inhalt gegangen bei deinem Job, sondern vielmehr eigentlich, du bist ein richtiger Vorzimmerdrache gewesen. Du hast können entscheiden, wer durch die Tür durchkommt zu den wichtigen Leuten vom Bundesrat. Du hast eigentlich wie können den Zugang verschaffen. Es gibt natürlich viele Leute, die ein Netzwerk haben und so, oder? Du bist ja nicht der Einzige. Aber natürlich, du verkaufst eigentlich zu einem schönen Teil das Netzwerk, das du irgendwie aufgebaut hast über mehrere Jahre. Würdest du sagen, dass in der Schweiz eigentlich mit den Lobbyisten, die da auch den Badge haben, so wie die Wandelhallen reinkommen, haben wir schon x-mal davon gehört und gesehen, oder? Dass das fast ein bisschen eine gekaufte Demokratie zum Teil ist, die Lobbyisten zu grossen Einfluss haben in Bern? Das glaube ich nicht. Und zwar, weil Lobbying gehört zu einer Demokratie. Oder? Ich meine, das ist so ein bisschen die naive Sicht vom Parlament, ist ja, dass irgendwie 246 Leute in zwei Sälen hocken und dann kommt irgendwie vermutlich von oben, Peng, la volonté générale, oder? Das Gemeinwohl, das für alle gut ist. Oder man muss wirklich, da finde ich, haben die Angelsachsen auch eine ehrlichere Sichtweise. Politik ist Bargaining, ist diskutieren, Kompromiss finden, debattieren, Leute ins Enkel stellen, selber ins Enkel gestellt werden, herausfinden, was für Sachen sind möglich und so weiter. Und der Lobbyist ist wie eine Art der Transaktionsriemen, oder? Also meine, eine von der ersten Lobbyaktionen, die ich gemacht habe, ich bin noch dort fest angestellt gewesen, beim Paraplegikerzentrum. Mein Chef, der Guido Zech, hat etwas zu Sterbehilfe, eine Motion eingereicht gehabt. Und dort habe ich mir die Zustimmung von der Krankenpfleger-Gewerkschaft besorgt, indem ich ihnen versprochen habe, dass dann der Guido Zech bei einem Geschäft, das sie interessiert, schaut, dass die CVP heute Mitte, dann, das ist 20 Jahre her, oder, dass dann die CVP im Lager von der Gewerkschaft ist. Oder? Und dann haben die Gewerkschafter einen Brief gemacht, dass sie die Motion von Herrn Zech in Sachen Sterbehilfe unterstützen. Dann habe ich die 200 Mal kopiert. Dann habe ich dem Weibel gesagt, du tust ja sowieso heute Morgen Sachen verteilen. Es ist um 7:45 Uhr dran gekommen. Tu doch das Papier, geh auch noch diese 200 aufs Pult legen. Und so ist es passiert, wo dann der SP-Fraktionschef das Papier sieht, der Cavalli aus dem Tessin, oder? Ist ja putzehässig gewesen, oder? Hast du gesehen, wie er sofort zum Telefon greift, wie er irgendjemand wahrscheinlich in dieser Gewerkschaft anruft und die zusammenschießt oder so? Und ja, mein Chef ist dann vorgegangen und hat gesagt, ja, sogar die Pflegenden, oder? Also, so Sachen machen wir. Das ist Schweiz, grossartig. aber das sind so. Ja immer alle, die das können. Also da ist eben die Gemengenlage oder das genau, Ringen. Und dann gibt es bessere Lösungen, glaubst du, als wenn da einfach irgendwie die Luftleere rum quasi es ist eine Stärke, es ist eine brutale Stärke, dass wir, dass möglichst viel so Einflüsse in den Prozess hineingehen. Und unser System ist ja so wahnsinnig stabil. Oder das sind ja dann Millimeter, wo du dann etwas verschiebst in eine bestimmte Richtung. Und das geht dann wieder im Bundesrat, also so eine Motion, die durchkommt. Das geht zuerst noch in einen anderen Rat, im zweiten. Wenn es nicht auch durchkommt, geht es im Bundesrat, dann geht es in die Verwaltung und so weiter. Oder, meine, wir müssen was beim Lobbying immer, was das Einzige, was problematisch ist, ist der stärkste Lobbyist von diesem Land. Und die meisten checken nicht, wer das ist. Es ist nämlich die Bundesverwaltung.
oder die problematischste Lobbyist ist die Bundesverwaltung. Es gibt keinen anderen Player, der bei jedem politischen Schritt in dem Mechanismus immer dabei ist. Die sind immer noch drauf und die haben sie in der Hand und können sehr vieles steuern. Genau. Okay. Du hast mir vorher gesagt, es hätte mal eine Übung von dir für den Klaus Schwab, nicht ganz unbekannt, genau. Oder? Also WEF-Chef und so, grossartig, wie er das aufgebaut hat. Aber offenbar hat er das Bedürfnis gehabt, an einem einzigen Tag alle 7 Bundesräte zu finden und du hast das können erfüllen. Also das war vor allem Franz Egli sein Mandat bei der Dynamics Group. Ich habe dort ein bisschen geholfen, aber es ist vor allem sein Mandat gewesen. Und es ist einfach darum gegangen, auch wirklich, sind dort in den Nullerjahren, sind noch ein schwierige Jahre für das WEF. Es ist immer darum gegangen, mit diesen Demos, mit der Sicherheit, wie kann man das machen. Und natürlich war es auch eine Aufwartung, wie es heute ist, keine Ahnung, aber damals haben wir das organisiert, dass er wirklich in kürzester Zeit können, die wichtigen Leute organisieren. In 7 Bundesräte in einem Tag, das ist Weltrekord, verdächtig, ja, aber irgendwie, aber auch, ja genau, es gibt irgendwie auch ein bisschen, sagen wir fast schon, ein bisschen schräg von dem Klaus Schwab. Es hätte ja wahrscheinlich 2 hätte Z da, oder? Also ich meine, weißt du, es ist so ein bisschen wie, ich bin eben auch von Art ein bisschen König und ja, ich will jetzt das und ihr organisiert mir jetzt das. Also nichts Neues mit Klaus Schwab, oder? Okay, gut. Du hast vorher gesagt, als Lobbyist ist man am Schluss einfach immer ein bisschen ja, am sich hergeben und nicht unabhängig. Du bist aber jetzt Journalist, du hast eben den anderen Weg gemacht, oder? Sicher auch, zum eben unabhängig zu sein. Aber bist du das jetzt in Bern? Ich meine, Bern, Journalisten, Bundeshausjournalisten wie du, die sogar das Büro im Bundeshaus haben, oder? Und die Politik, ich meine, näher geht ja fast nicht mehr. Wie unabhängig ist dann so jemand wie du? Also das ist wirklich, das ist eine Frage von der Professionalität des Journalisten. Ich meine, bei Wirtschaftsjournalisten ist das auch so, oder? Ich habe ja mal ein Team Wirtschaft über die Media geschafft, oder? Also wir sind ein kleines Land, man kennt sich, in Bern ist es wirklich sehr klein. Ich sage immer, die 3 Wochen Session ist ein bisschen wie ein Pfadilager, oder? Und man kennt sich und der schläft jetzt bei dem im Zelt und irgendwie so, oder? Also schläft nicht mit so. Ihm oder nein, das ist das machen ja nie die Geschichten. Das sind nein, die machen sie immer brutal zurückhaltend. Und zwar, weil das System will natürlich uns sofort rausspeuzen, oder, wenn du so etwas machst. Oder? Das ist diesbezüglich sehr brutal, oder? Aber natürlich kennst du ihn sehr gut. Ich habe für mich die Regel, ich tue niemandem das Du anbieten. Aber klar, wenn es einmal eins anbietet, dann sagst du eigentlich ja. Und dann, manchmal, wenn ich gar kann, oder dann später mal, wenn man sich unter 4 Augen hat, tue ich auch sagen, schau, aber ich kann die möglicherweise Erwartung, die du jetzt hast, kann ich eigentlich nicht bedienen. Oder? Also meine Rolle ist halt wirklich eine andere. Und es gibt dann Leute, die sehr überrascht sind. Weißt du, wenn ich dann irgendwann mal einen Kommentar sage, ja, Nationalrat X ist komplett lost oder so, macht auf liberal, aber ist völlig kollektivistisch oder so. Dann sind es dann wahnsinnig enttäuscht gewisse Leute. Andere können professionell damit umgehen. Weil ich meine, du weißt es auch, ich bin nicht als einzelner Journalist der, der irgendwie eine Nationalrätin oder so stürzt oder so. Das ist ja nicht so. Aber es zeigt sich doch eine gewisse Empfindlichkeit, oder? Ja, ich meine, Politiker müssen ja, aber die müssen ja robust sein, oder? Ich meine, sorry, also die werden kritisiert, zu Recht, oder? Aber ja, sind nicht alle, nein. Genau, die einen sind es mehr, die anderen weniger. Auch eine Episode, die ich vorher gehört habe von dir, Doris Leuthardt, oder? Sie, Bundesrätin, ja, die verantwortlich jetzt für die Energiepolitik. Mit ihr hast du das gut gehabt, aber plötzlich ist das Tuch auch verrissen. Ich habe es mit ihr wirklich gut gehabt. Ich komme ja so ein bisschen aus dem CVP-Milieu her. Oder? Das ist, und dann bin ich eben mit Guido Zerch, auch CVP-National. Also, das war so ein bisschen meine Homebase irgendwie gewesen. Ich bin mit ihr sehr gut ausgekommen, habe ihr geholfen, wie man Anträge schreibt und so. Und dann ist sie Bundesrätin geworden. Es war ja nur 1 Jahr Volkswirtschaftschefin, also Wirtschaftsministerin. Dort habe ich im Übrigen das Gefühl, hat sie gut gemacht, dort in der Wirtschaftskrise. Sie hat ja dann immer gross erzählt von Konjunkturpaketen und hat vielleicht 20 Millionen ausgegeben. Oder nicht wie bei Corona, wo man 20 Milliarden ausgibt. Von dem her, das finde ich ja gut. Oder? Das ist eine clevere Politikerin. Dann ist sie Energie. Dort Fukushima, plötzlich alles anders. Dann ja, bin ich immer ein bisschen skeptisch gewesen. Und dann bei dieser Energiestrategie, oder wo natürlich ihr Meisterwerk ist. Das ist auch im Lobbying. Sie hat auch Lobbying gemacht für das. Sie hat das meisterlich machiavellistisch aufgeleistet, dass plötzlich irgendwie Leute, die sehr liberal sind, sind plötzlich für Subventionen gewesen, oder? Der Gewerbeverband zum Beispiel, habe ich bis heute ein bisschen Krach. Und dann Medienkonferenz, oder? Und dann, klar, meine Aufgabe war, Herz zu fragen. Und dann ist sie völlig so versteinert, mit mir nicht mehr geredet. Hat der Basler Zeitung kein Interview gegeben. Und als ich mal nachgefragt habe, warum sie kein Interview geben, oder hat sie mir ausrichten, sie gibt Zeit ihres Lebens mir kein Interview mehr. Und so, das ging ja nicht, wie ich da. Ja. Omerta vom genau. Bundeshaus gegen den Dominik Feusi und sogar das ganze Blatt. Und das hat sich also, dann hat sie durchgezogen. Ist die Doris Leuthardt derart quasi stur dann auch und fast ein bisschen auch so, wie soll ich sagen, diktatorisch? Ja, also
ich bin nicht der Einzige, den sie so erlebt haben. Nein, also es ist ein bisschen ihre Art, dass sie Leute, die anderer Meinung sind, dann auch wirklich schneiden und so. Also Freund und Feind, und wenn du nicht mehr Freund bist, dann bist du halt im anderen. Ich finde es unsouverän. Und du weißt als Journalist, also ich meine, ein Interview, das ist, wenn ich jemanden in die Pfanne hauen, dann mache ich sicher nicht ein Interview. Oder? Dann mache ich irgendeine Analyse mit einer These, rede mit 3-4 Leuten, die etwas ganz Böses sagen, und dann habe ich es. Oder? Aber ich meine, ein Interview, ich muss ja dort schreiben, was sie sagt. Und dann hat sie noch einen riesen Apparat dahinter und so. Und sie ist schon ein relativ souveräne Interview, oder? Also von dem her wäre das überhaupt kein... Ja. Findest du, als langjähriger Kenner von dem Bern, haben wir letztendlich eine gute Regierung? Weißt, über alles ein bisschen gesehen. Es gibt das, wo man manchmal sagt, es ist schlecht gelaufen, oder die Person, was immer. Aber über das Ganze gesehen hast du das Gefühl, wir haben es eigentlich schon super. Wir haben immer wieder einfach die Regierung, die bewegt sich ein bisschen, aber das gibt dem Land einen wahnsinnigen Anker. Oder würdest du sagen, für die Zukunft ist das irgendwie nicht so gut, wie wir aufgestellt sind? Ich finde, wir haben ein wahnsinnig gutes System, und zwar, weil es langsam ist. Ja, nicht. Die Fehler passieren in diesem System immer, wenn man plötzlich das Gefühl hat, man muss schnell gehen. Siehe Pandemie, oder auch, du erinnerst dich, die Lex USA, da eigentlich im Juni, wo man das Gesetz durchdrücken wollte, wo niemand gewusst warum. Am Schluss hat man es dann abgelehnt und es ist gar nichts passiert. Klassischer Fall für mich, oder? Langsames System ist cool, und auch ein System, wo wirklich alle Leute einbezieht, eben alle Lobbyisten, alle Verbände und so weiter, die irgendwie betroffen sind, die irgendwie können das Referendum ergreifen. Es gibt für mich zwei Schwachpunkte. Der eine ist die Bundesverwaltung. Oder noch bis vor 20 Jahren ist die Bundesverwaltung, erstens war sie freisinnig gewesen, ein bisschen CVP, aber sie war vor allem freisinnig gewesen. Sie war auch viel kleiner gewesen, sie hat viele Sachen auch nicht gemacht. Jetzt ist sie ein riesen Apparat, oder? Es gibt ist übrigens eine Karikatur aus dem Nebelspalter, 50er Jahre. Wer sitzt in Bern und gibt dem Lande die Gestaltung? Zweitens ist der Bundesrat und erstens die Verwaltung. Und du findest noch, sie ist links geworden? Sie ist auch links geworden. Das habe ich jetzt gerade ein bisschen mitschwingen gehört. Sie ist sehr links geworden, meiner Ansicht nach. Aber sie, das muss ja nicht schlecht sein. Sie hat auch ein Eigenleben entwickelt. Es kommt immer wieder vor, dass sie irgendwelche Verordnungen ausarbeitet, wo zum Beispiel das Parlament, wo Sachen drin sind, die das Parlament abgelehnt haben. Oder im Gesundheitswesen gibt es das die ganze Zeit. Oder im BVG-Bereich habe ich das schon gehört. Auch in den wirtschaftspolitischen Fragen, so ein bisschen technische Normen und so, irgendwelche Vorschriften für Lebensmittelsicherheit und so, da machen wir immer den sogenannten Swiss Finish. Im Finanzbereich habe ich das sehr stark gehört von der FINMA bis vor etwa 3-4 Jahren, oder? Seit dem Wechsel an der Spitze höre ich zumindest, dass es besser geworden ist. Das ist einfach wahnsinnig wichtig, wie die Verwaltung aufgestellt ist. Und das Zweite, das hängt aber meiner mit den Bürgerlichen zusammen, die Bürgerlichen haben noch nicht gecheckt, wenn die Verwaltung links ist, dann musst du können, dann musst du selber referendumsfähig werden. Du musst jemand in der Verwaltung zeigen, wenn er das beschließt, dann gehen wir vor das Volk und wir werden gewinnen. Oder? Und die sind einfach zu zahm. Oder Economisys hat noch gar nie eins gemacht, das Referendum. Ja, warum nicht? Weil sie bis sagen wir, vor 20 Jahren haben sie das nie müssen. Oder? Sie haben das super aufgeleitet, es ist alles immer gut gekommen. Oder? Und jetzt, ich meine, die Verwaltung lässt manchmal Zeug aus, sie müssen einmal in die Möste. Und der Einzige, der das gemacht hat, ist der Gewerbeverband. Oder? Finde ich gut. Aber ich meine, Economisys müsste das machen, es müssten andere Parteien, die SVP hat ein bisschen angefangen, ich finde auch, die FDP müsste das machen. Oder weil im politischen Spiel, du musst dir vorstellen, Sitzung von der Kommission für Wirtschaft und Abgaben, dann steht der Präsident vom Gewerbeverband auf, der Pierre-Yves Maillard, und sagt, meine Damen und Herren, wenn Sie das... Moment, Gewerbeverband, das ist der Gewerkschafter. Ja, das ich mal einmal korrigieren. Ja. Sehr gut. Genau, ja. Er sagt, wenn Sie das beschließen, dann ergreift der Gewerkschaftsbund das Referendum, oder? Und alle stehen quasi und, in Schockstarre. Schockstarre. Die kommen durch. Oder man macht Timeout, oder? Geht raus auf den Gang und sagt, ja, könnt ihr nicht, was müssen wir denn euch entgegenkommen? So läuft, oder? Aber für das musst du so alle paar Jahre... Musst du ein bisschen in den Dreck hineingehen, oder? Musst du erblitzen, auf die Barrikaden, ihr Richten. Oder das hat die Rechte, die Seite, du findest, wir brauchen eine stärkere Rechte, oder hat das noch nicht begriffen. Ja. Also da ist man so ein bisschen in dem Wohlstandsbad immer noch, und hat nicht gecheckt, dass sich da die Welt verändert, und insbesondere eben Bern, wo nach links gerutscht ist. Da bist du jetzt da am Wachrütteln. Ich finde halt auch immer, die Verbände haben ja ihre Büro hier in Zürich, oder? Und das ist einfach zu weit weg. Weißt du, der ordnungspolitische Schützengraben, der ist zu Bern. Du musst das spüren, wie das dort läuft, oder? Und nicht da in der Teppichetage, in der Hegibachstrasse mit viel zu hohen Löhnen, oder? Das ist einfach, das bringt nichts. Du musst richtig spüren, wie die Granaten dir um die Ohren fliegen. Und das
wenn ich jemanden dieses Referat habe, irgendwie bei Handels- und Industrieverein oder auch so, ich erzähle ein paar Beispiele jeweils, oder? Und ich meine, ich als Journalist, an einem normalen Mittwoch, Bundesratssitzung, komme ich irgendwie 50 Medienmitteilungen über. Und das ist wie Pravda 80er Jahre, oder? Es ist alles Jubel, alles toll, oder? Wir haben jetzt hier irgendwie den Elektroscooter, den wir neu regulieren und so. Und irgendwie, es ist alles super mit den Elektroscootern. Ich nehme die Handgranate und rühre sie halt über den Graben wieder zurück und dann macht es Peng. Aber vielmehr, wir müssen die richtige Maschinerie haben, oder? Also, Dominik Feusi, die Frontsau der Liberalen und von der Rechten. Vielen Dank, merci, dass du hier bist. Das war also ein rhetorisches Feuerwerk. Dankeschön. Wie wir es nicht haben können besser erwarten aufgrund von deinen Videos. Danke. Bitte.